So, hier seht ihr einen Bus mit zwei Elektromotoren. Einer vorne am Differential und einer hinten am Getriebe. Wir fahren jetzt mal eine Runde. Ich gebe mal kurz Gas. Jetzt habe ich mir gleich den Sitz rein. Die ganzen Anzeigen. Eine für den ersten Motor, noch eine für den anderen Motor. Das war die für den Turbolader, den haben wir aber nicht mehr. Somit ist jetzt die Bremsanlage mit angeschlossen. Ein geiles Fahrgefühl auf jeden Fall, was der Thomas hier fabriziert hat. Da langt er. Wir haben hier eine Spitzenleistung von 140 kW circa. Schalten ist überflüssig. Bremsen fast auch. Der bremst aber jetzt nur mit einem Motor, ne? Mhm. Ja. Hast nur einen angeschlossen. Genau. Danke. So ist der Sitzdruck, das Ding. Das ist natürlich ein High-End-Produkt. Fotos seht ihr auf meiner Homepage, werde ich noch ein paar einstellen. km/h sind Top-Speed. Geht einiges besser als original mit dem Dieselmotor. Das ist gesperrt, die Straße, müssen wir außen rumfahren. Hast noch Strom drinnen. Smart kommt gar nicht hinterher. Doch, schafft er schon. Bis 100 hält er mit. So. Hier ist sind die Umschalter für Motor 1, Motor 2. Man kann auch wahlweise mit einem Motor fahren oder mit dem anderen. Lustig ist natürlich mit zwei Motoren. Klar. Was ist das mal umschaltet, die dumme Ampel? Normalerweise sollten Elektroautos Vorfahrt haben an den Ampeln. Oder? Sollte die Ampel merken, wenn irgendwie so eine elektromagnetische Störung anfährt? Die Ampel müsste umschalten. Jetzt? Aha, okay. Ich mach vier Motoren rein. Habe ich 280 kW. Wenn das Kabel lang genug ist. Die Batterien schaffen, oder? Dann musst du fast die Motoren einzeln versorgen, dann mit immer so 10 kWh. Ja, aber das will ich auch haben. Thank you.
Autos immer, gell? Langweilig. Ich muss langsam machen, damit uns der Smart noch verfolgen kann. Der weiß nicht, wo es hingeht. So, ich werde jetzt mal Schluss machen. Ihr habt es gesehen. Es geht auch mit zwei Motoren. Viel Spaß beim Schauen.